Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Und ja, in der letzten Folge haben wir Traumtänzerin angeworben, beziehungsweise so benannt. Und heute werden wir entscheiden, ob wir den Guten hier in unsere Kolonie aufnehmen oder nicht. Ich persönlich denke, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, weil es fallen schon relativ viele Arbeiten an und das wird mir nicht schnell genug fertig und der kann ja üben. Und irgendwann wird dann wahrscheinlich auch ein guter Kolonist aus ihm, außerdem kann er Kunst relativ gut machen. Und ich sag mal, ne, ist freundlich und hässlich, aber ja, Attraktivität minus 1 ist, denke ich, jetzt nicht so das Problem. Ne, unsere Räume sind eh schön genug und naja. Das macht den Braten, denke ich, jetzt nicht fett. Von daher würde ich sagen, dass wir hier einfach mal erstmal auf ja, rekrutieren bzw. erstmal auf reduziere Widerstand gehen. Da können wir immer noch entscheiden. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall zu ja. Ansonsten haben wir Traumtänzerin hier auch schön eingearbeitet. Und hier vorne in der Mechanikerwerkbank wird dann auch das alles fertig gemacht. Der Klausäu ist weiterhin schön am Forschen hier, also alles geht so seinen Weg und das ist auf jeden Fall verdammt cool. So, bei dem Ding habe ich halt das Problem, dass ich Baumwolle angesagt habe und naja. Ja doch, jetzt wird es hier langsam mal genau. Wird hier alles gepflückt und ersetzt, sehr schön, sehr schön. Da habe ich mich jetzt drauf gewartet gerade, weil wir brauchen Baumwolle. Wir können auch noch andere Sachen hier hin machen, aber ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, weil dann gehen sie erstmal, also manche Raider versuchen dann die Felder anzuzünden und ich denke, das ist ganz gut. Menschenjagendes Rudel. Ui, Pumas. Pumas. Okay. Also können wir erstmal weiterarbeiten. Die werden nicht weit kommen. Und das ist die Magie. That's the magic hier. Seht ihr das? Wie schön lange wir noch Zeit haben. Und jetzt haben wir schön lange Zeit. Die können schön weiterarbeiten. Da schießen sie schon ordentlich rein. Und wir mussten nicht mal irgendwas machen. Die wurden alle schön abgewehrt hier. Der Puma ist nicht tot. Allerdings würde ich sagen, dass wir genau dies tun. Ihn töten. Pascal, doch, du kannst weitermachen. Weil es ist zu viel Aufwand. Das haben wir ja schon gesehen, wie viel Aufwand das ist, die zu retten. Ne? Und ganz ehrlich, ich denke nicht, dass es das wert ist. Ich möchte gerne mal eine Kolonie machen. Und da habe ich natürlich auch einen Kommentar bekommen, auf den ich mal eben eingehen möchte hier. Und zwar wurde da gesagt von wegen, dass ich, wenn ich mal neu mache, dann am besten mit Challenges und so weiter. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn man sich dann, sag ich mal, ein Thema nimmt. Jetzt zum Beispiel ist erstmal ganz normal, ne, ohne ein Thema. Wenn man dann zum Beispiel sagt, man möchte die Kolonie mit Drogengeschäften über Wasser halten. Das heißt, man baut zum Beispiel sehr viele Drogen an und so weiter. Oder man raidet sehr viel. Oder man startet mit einem ganz bestimmten Start, wie zum Beispiel einsamer Kolonist oder sowas. Dann, das finde ich auch ziemlich spannend. So, und jetzt müssen wir eben kurz gucken, wie viel wir hier haben. Und zwar haben wir da gar nicht mal so viel. Und das muss geändert werden. Wir brauchen wieder Steinblöcke. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall dran gehen. Wie weit ist die Mechanikerwerkbank? Schutzweste immer noch nicht. Du alter Knaller, ich brauche das. Na gut, wahrscheinlich haben wir nicht genug, Stahl haben wir wahrscheinlich nicht genug. Allerdings möchte ich heute gerne ein Projekt angehen, welches ich mir schon vor einiger Zeit überlegt habe. Und zwar werden wir hier einfach mal, weil wir hier irgendwas nicht tun, wir müssen das an einer Stelle tun, wo es nicht verfänglich ist für uns.
Hier zum Beispiel. Zum Beispiel in gewissen Bereichen einfach da reingehen. Das ist zum Beispiel das, keine gute Stelle. Wir müssen immer so ein paar Unterschiede, so ein bisschen dazwischen haben. So drei Felder würde ich sagen. Drei, vier Felder sind okay. Hier zum Beispiel würde ich sagen, hier so. Dass wir da immer schön so reingehen. Und da zum Beispiel sehe ich schon Eisen. Da können wir auch mal eben reingehen. Und dann sehen wir einfach hier, ob hier Adern sind. Und diese Adern möchte ich ja haben. Deswegen ist das eine gute Idee, denke ich. Hier einfach immer schön runter zu gehen. Ich würde mal sagen, so vier. Machen wir so einen vierer Abstand hier. Ne? Drei dazwischen. Und da haben wir auch nochmal ist das Plastal, oder? Ja, Plastal. Hier haben wir auch nochmal Plastal. Brauchen wir aktuell nicht. Plastal haben wir eigentlich mehr als genug. Da haben wir gerade 500 von. Das braucht man nicht so dringend. Deswegen, das ist erstmal nicht so wichtig. Wir haben auch noch Uran hier. Uran ist, naja, habe ich eigentlich zu viel von. Weil es ist sehr wertvoll, aber ich kann es aktuell nicht verwenden. Und die Uranmunition möchte ich ja nicht. Ja, ansonsten gibt es ja viel einzusammeln momentan. Ich würde sagen, dass wir hier mal eben kurz verbieten. Und wir brauchen unbedingt einen Sammelroboter. Das merke ich momentan wieder. Wir brauchen unbedingt einen Roboter, der das Sammeln übernimmt. Mir reicht es jetzt mal eben. Weil die Pumas da schon die ganze Zeit rumliegen und die verrotten dann auch irgendwann und das will ich halt nicht. Deswegen hier schön reinpacken. Und ihr seht, die nutzen den neuen Platz auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da können wir bald schön viel herstellen. Und zwar möchte ich gerne Pemmikan herstellen. Pemmikan. Erstmal für immer herstellen. Haben wir auch genug Fleisch und die können schön Pemmikan machen. Und wenn noch ein Händler kommt, möchte ich gerne so eine Tragestation haben. Das ist wirklich ein Problem. Wir brauchen so einen, der immer schön alles reinholt. Wie sieht es eigentlich mit unseren Beziehungen aus? Ah, hier ist der Reichtum. Der Reichtum geht immer weiter nach oben, hat so leichte. Erstmal wieder hier nach unten und so weiter. Und der Reichtum geht schon momentan schon. Ja, die anderen Kolonien sind hier noch. Sind das die anderen Kolonien? Nee, Reichtum, nee. Gegenstände, Konstruktion, hier Gesamt und hier Kreaturen. Ja, ich glaube, in den Kreaturen, da müssen wir mal gucken, dass wir die vielleicht mal alle loswerden irgendwann. Weil die adden halt auch dazu, zu diesem Reichtum. Und eigentlich brauchen wir sie nicht. Ich meine, das ist zwar ganz nett, wenn wir diese Alpaka-Wolle immer haben und damit handeln können und so weiter. Aber im Endeffekt müllt es uns auch nur fürs Lager zu, besonders wenn wir jetzt wieder hier Stoff bekommen. Und ihr seht ja, wir haben viel, viel größere Probleme. Nämlich das Tragen wird einfach nicht erledigt. So, wenn Pascal nichts bauen kann, dann kann er bitte mal hier sich darum kümmern, zu tragen. Eigentlich war ich hier mit Bergbau beschäftigt, aber das ist gerade echt wichtiger. Weil hier liegt so viel rum. Das wird einfach nicht reingetragen. So, ansonsten. Oh, hier wurde der Untergrund gescannt. Warte mal. Ah, oh, da ist aber ein großer Bereich und 300 Stahl pro Feld. Holy moly. Das ist nicht schlecht.
Also da können wir auf jeden Fall einiges an Stahl rausholen. Perfekt. Untergrund gescannt Uran. Ui, dann war noch Uran. Also dieses Untergrundscannen ist wirklich toll. Vor allem, wir können dann noch so ein bisschen hier was machen. Wenn wir genug von denen haben. Und davon haben wir aktuell nämlich auch genug. Wir haben auch genug Kalksteinblöcke. Dann können wir hier so ein bisschen was machen. Und zwar könnte man dann hier so rüber bauen. Es frisst zwar auch ein bisschen, aber wir sind dann, sage ich mal, set, was das angeht. Verrücktes Wasserschwein. Boah. Soll mich jetzt nicht stören. Sollte mich aber stören, wie es scheint. Sehr schön. So, dann können wir das mal eben hier zu Ende machen. Und uns so ein bisschen um die Baumaßnahmen hier kümmern. Außerdem möchte ich ja die ganze, das ist schon mal alles so ein bisschen durchplanen. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch so ein Labyrinth haben, weil ihr habt gesehen, wie effektiv das ist, wie lange die hier am Rumlaufen sind. Und das bringt uns einfach die Zeit, uns vorzubereiten. Und das ist wirklich super. Deswegen, das brauchen wir auf jeden Fall. Hier würde ich sagen, machen wir noch eine Mauerverstärkung. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten haben wir hier schon richtig schön Pemmikan. Das ist gut, weil Pemmikan ist einfach super. Ich liebe Pemmikan. Ne, eine nahrhafte und haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und pflanzlichen Zutaten. Schmeckt nach nichts, aber nicht abstoßend. Es hält auch ohne Kühlung eine sehr lange Zeit. Sehr gut als Reiseproviant geeignet. So, und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, weil damit können wir relativ lange Strecken überbrücken und ja, sehr gut damit auskommen. Das ist auf jeden Fall super. Oh, hier vorne. Holy moly. Das ist echt eine große Affengruppe. Sollten wir die vielleicht mal... Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich einen Affen davon kille, dass die anderen Affen böse werden. Alle bewaffnet. Wir brauchen unbedingt, muss unbedingt gemacht werden. Aber gut, Philipp kümmert sich gerade anscheinend um die Steine. Ja, ist auch gut. Also es gibt wieder so viele Baustellen hier, die fertig werden müssen. Und ihr seht, ne, hier, da gibt es einfach mehr als genug zu tun momentan. Wir könnten es natürlich auch einfach glätten, aber ich finde es so besser. Auch wenn glätten einfacher wäre. Und wieder ein menschenjagendes Rudel. Sag mal, was ist denn da los? Oh, jetzt. Oh oh.
Ganz schnell zurück. Ich hoffe, du hast bewegen 100. Bewegen 88, opt nicht. Okay. Ich bin sowas von am Arsch. Yo, Rex ist am Arsch. Warum tauchen die ständig auf, wenn irgendeiner am Rand der Karte ist? Es ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal so. Ich meine, der kann noch ein bisschen kommen. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, ne? Bei dem Ganzen. Wir machen aber noch Türen rein. Wir müssen eine Tür reinmachen. Okay, Türen werden reingebaut in die Konstruktion. So. Die kommen. Es ist halt jedes Mal so, wirklich. Jedes Mal. Okay, nicht jedes Mal, aber oft. Oh, und gerade die Schöne liegt da. Scheiß Viecher, ey. Ja, ich krieg nicht den ganzen Bereich hier. Aber ich krieg schon mal einen großen Teil davon, oder? Also hier. Ich werfe mir den unteren Bereich hier komplett genau so. Den Rest können wir dann später mit dem zweiten hier covern. Den setzen wir dann hier irgendwo hin. Der macht dann den Rest. So. Gut, die sind alle tot und jetzt können wir endlich den anderen retten. Allerdings müssen wir die Aufgaben ein bisschen verteilen. Und zwar wird hier einmal bitte getragen, genau, priorisiere Howling. Und der Philipp, der rettet ihn. So, hat noch 11 Stunden, das heißt alles easy, aber wir haben jetzt den Fehler in der Konstruktion gesehen. Wir müssen auf jeden Fall Türen bauen. Habe ich vorher nicht bedacht. Türen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, damit die hier schnell rein und raus kommen. Am besten so vielleicht mittig. Ja, damit die hier, selbst wenn ich mal Offguard erwischt werde, dass sie einfach so mittendrin durchlaufen können. Und das Ganze unproblematisch läuft. So, ansonsten sind da noch zwei so lebendig. Die werden allerdings auch bald abkratzen. Von daher habe ich da kein Problem mit. Oder, da wird es aber gerade voll. Ich würde das jetzt erstmal auf Stopp machen mit einfachen Mahlzeiten, ganz viel Pemmikan. So, dem geht's wieder gut. Der ist verarztet. So, alles läuft wieder so, wie es laufen soll. Wir haben übrigens sehr, sehr viele Sandsteine gerade. Das ist gut, denn wir brauchen Sandsteintüren. So. Einmal bitte Sonnensteintüren. Da und da und da und da und da. So, einmal durch. Hier genau das gleiche Spielchen. Da und da und da und da und da. Damit wir hier einfach viel schneller durchkommen. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht so die Notwendigkeit woanders. Aber hier hinten das Projekt muss ich erstmal aufschieben. Das nimmt zu viel Zeit ein gerade. Bis auf das hier. Das können wir ruhig so machen.
Krankheit, Malaria. Oh, Pascal, du armes Schwein, ey. Der kriegt echt alle möglichen Krankheiten. Ich traue dem Spiel zu, dass Pascal irgendwann Tripper durch die Luft bekommt oder so. Echt. So, mal eben kurz hier bitte tragen. Das sind Gazellen und die werden schlecht. Es wäre wunderschön, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Genau, schön die Leichen reinbringen. Die werden nämlich relativ schnell schlecht. Ah, die Pumas sind auch schon drin. Tierkrankheit, Seuche. Alter Schwede. Also gerade geht's hier wirklich ab. Krankheiten, Angriffe, all that jazz. Müssen die hier alle verarztet werden. Außerdem müssen wir eigentlich die Quests hier noch erledigen, die wir hier haben. Die 400, 230. Läuft in 14 Tagen ab. Wir sollten also langsam mal ein Teil hier fertig machen. Zum Glück haben wir mittlerweile Pemmikan. Und Pemmikan eignet sich super, um Leute zu ernähren. Und zwar den lieben Frame Tiger. Der kommt da rein, kann 14 Tage damit überleben. Super. Dann noch bitte ein bisschen Kräutermedizin, zwar bis zum Maximum hier. Wobei, das geht nicht. Wir müssen, glaube ich, eine normale Karawane erstellen, anders geht's nicht. Also, dann einmal gehen wir hier auf die Dwarf Fortress, dann auf die Karawane für mir, dann gehen wir hier auf die Stadt. Auf die Stadt. Ey, Schnippkopf. 1,6 Tage ist doch die richtige Stadt, oder? Marschlandbach, jo. Dann einmal den Frame Tiger und dann würde ich sagen, Traumtänzerin kann auch mal mit hier, die ist ja die neue. Und, oh, dann kann ich so gut Bären sammeln, egal. Dann nochmal ein bisschen Reisevorräte. Eine Pemmikan ist halt super. Ihr seht hier, 6 Tage mal eben. Das ist einfach der Shit. Und dann brauchen wir eigentlich noch 230 an... Ja, wir brauchen eigentlich was zum Tragen hier. Ich meine, wir sind dann wirklich sehr sichtbar, aber wir brauchen das, damit wir das dahin transportieren können. Vielleicht können wir die auch verkaufen. Ich meine, die ist schon wieder schwanger. Ne, Karen sollte man nicht verkaufen, weil Karen findet da eine klasse. Vielleicht können wir die beiden Alpakas mitnehmen, die wir dann auch verticken können. Aber egal, gehen wir erstmal zu Reisevorräte. Kräutermedizin. Gehen wir mal drauf und sagen mal 271. Ne, wir brauchen insgesamt, glaube ich, 230 waren das, ne? Aber wir nehmen mal alles mit, das ist in Ordnung. Ja, wobei, lassen wir die mal so 20 da, sagen wir 250. Und ja, 5,6 Tage sind wir da und die Tiere grasen etc. pp, das ist kein Problem. 2,4 Tage reisen die, allerdings, wenn wir alles los sind, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Ansonsten alles, glaube ich, richtig. Genau, hier Marschlandbach und dann brauchen wir 230, genau, perfekt. So, dann... Ist das hier alles Gucci hier? Und dann gehen wir wieder rauf und hier wird auch langsam alles fertig. So, und dann sehe ich auch nämlich immer schön, wo ich schon gebaut habe. Ja, hier muss ich leider mal wieder ein Machtwort sprechen. Und zwar, indem ich das mal eben trage. Da können sie auch meinetwegen kurz mal aufstehen. Das ist mir scheißegal. Die Leiche soll draußen nicht liegen bleiben. So, das soll weggemacht werden. So, Dankeschön. Auch mal kurz die Leichen reintragen.
das jetzt nicht von selber machen, so. Genau, so sind beide unterwegs. Perfekt. Dann haben wir hier... Oh, die haben Panther. Die haben Panther, Männchen und Weibchen. Was wollt ihr denn kaufen? Ihr wollt nichts von mir kaufen? Oh, ihr Knippköpfe, ey. Cowboy, doch, hier. Und dafür kriegen wir zwei... Oh, das schreit ja förmlich nach Panther, Männchen und Weibchen. Aber was können wir mit Panther machen? Eigentlich nicht so viel. Na, das nächste Mal. Das nächste Mal in einem anderen Run. Ich verspreche es euch. Also ich habe jetzt gerade mehr oder weniger Selbstgespräche mit denen geführt. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel machen. Da müssen wir irgendwie das Geld hier entweder investieren. Ah, die haben auch Pemmikan. Ne, wir nehmen das Silber dann. Achso, die können das nicht abdecken. Na gut. Glück, Glück. So. Da fällt mir gerade ein, wir haben 6500. Wie viel brauchen wir für... Eine Fliese aus Silber. 1700 pro Raum. Uiuiui. Dann sparen wir uns das einfach mal auf für die Habgierigen. Also falls wir mal einen Habgierigen haben. Ja, die sind schon gut unterwegs hier, werden noch ein bisschen unterwegs sein. Ja, die brauchen noch eine Weile. Pascal weiterhin krank. War nicht anders zu erwarten. Und wie geht's dem Rack eigentlich? Oh, gut. Der ist fast gebrochen. Das heißt, wir haben bald noch einen neuen Kolonisten, der, naja, Sachen machen kann. Und wir brauchen unbedingt eine Trading Station. Beziehungsweise nicht Trading Station, sondern wir brauchen so einen Typen, der... Ja, Edkan können wir eigentlich mal fragen, ob die ein Dings vorbeibringen, aber nee, dann verlieren wir Punkte bei denen. Das will ich nicht. Karawane von Traum wird von Menschenjagenden an Skaria. Oh nein, bitte nicht, ey. An Waschbären. Oh, Waschbären. Oh, Waschbären sind okay. Sind nicht optimal, aber ist okay. Wir machen das so, dass wir die beiden jetzt mal eben hier vorne hinschicken. Ja, da ist gute Deckung. Aber die brauchen eigentlich keine Deckung vor Waschbären. Sehr schön. Die Waschbärleichen mitnehmen? Na, ich glaube ja nicht. So, den Kampf haben sie gewonnen. Sehr schön. War zum Glück keine Übermacht. Jetzt können wir schön weitermachen hier. Oh! Eisen. Sehr schön. Hier unten haben wir Silbererz. Muss ich mir merken. Sind auf jeden Fall schon recht weit hier. Oh, und der ist richtig fleißig mit den Sandsteinblöcken. Das ist richtig gut. Hier vorne sind die Türen immer noch nicht drin, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, wann die das machen. Deswegen, wir brauchen mehr Kolonisten, mehr Aufgaben und es muss mehr fertig werden. Und das Pemmikan wird auch hergestellt. Wir haben schon so viel, das ist richtig gut. Ihr seht das, er stellt hier ganze Stacks her.
Dafür geht halt auch ziemlich was drauf. Hütte des Vermögens, Fähigkeit nie. Wisst ihr, was ich toll finden würde? Wenn es irgendwelche Aufgaben gibt, wie zum Beispiel, wo auf einen reichen, eine reiche Stadt hingewiesen wird. Und wenn man da angreift, dann findet man richtig tolle Sachen. Dass man da so einen Tipp bekommt. Das fände ich toll. Und wir haben viel zu viel Mais. Guckt euch das an. Wir haben viel zu viel Mais. Ich würde sogar sagen, wir haben so viel Mais. Wir würden was anderes anpflanzen, wie zum Beispiel Rauchblatt. Nee, Rauchblatt nicht. Machen wir mal. Das wollte ja eh nochmal eine Kolonie, wo wir nur sowas haben. Mit Löwenzahn machen. Rose, eine wunderschöne kultivierte Blume. Die Rose ist seit aller Symbol der Romantik und Liebe. Begrenzte Lebensdauer. Ist halt sehr attraktiv. Na, belassen wir es beim Mais einfach. Ach ja, genau, wir haben ja die Forschung von den Fortschrittlichen jetzt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal an die Grundlagen des Raumflugs gehen und so weiter. Langstreckenscanner könnte man vielleicht auch mal machen. Das kann er als nächstes erforschen. Außerdem würde ich sagen, den Fabrikationstisch stellen wir noch irgendwo hin. Nur wo? Wir müssen eigentlich den Raum hier mal erweitern. Den habe ich schon so zusammengequetscht hier. Na, hier so einen zweiten Raum dranhängen oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Hier ist alles zugestellt. Nee, ich überlege mir da was. Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass wir wieder 33 Minuten haben. Das heißt, ich muss für diese Folge jetzt erstmal Schluss machen. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich hier sehen, wie die Quest beendet wird. Wenn wir zurückgehen mit dem Kern, vielleicht passiert da was, vielleicht nicht, werden wir sehen. Aber wir nähern uns langsam dem Ende, dem Finale. Und das wird nochmal richtig schwierig. Aber wir forschen jetzt erstmal. Dann werden wir bald mit den Forschung hier anfangen. Und jetzt haben wir auch schon diesen einen Kern. Und ja, hier Schiffstriebwerk zum Beispiel. Ne, müssen wir dann auch noch herstellen. Und. Den Raumschiffreaktor. Alles Mögliche. Und ja. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.